So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier nochmal bei Simrace TV am Donnerstagabend zur Übertragung des dritten Laufs der Race Day Speed Association Wintersaison hier live aus St. Louis. Und wir haben eben die Einführungsrunde mit Musik und mit Robin gehört oder gesehen. Tut mir leid, dass die Musik nur an war. Ich hoffe, ich kriege das hinterher irgendwie ein bisschen zusammengeschnitten. Zumindest das Ende muss man dann wegschneiden. Genau. So, wir sind in St. Louis und wir haben eben in der Vorstellung gesehen, lieber Gesangsverein, das ist ganz schön eng. So, wir haben doch dort Passagen mit diesen uneinsehbaren Kurven, mit diesen blind einzulenkenden Kurven, die sind wirklich mehr als kritisch und ja, wir haben auch zwei Stellen auf der Strecke, wo das Auto extrem leicht wird. Also sprich auf der Hinterachse sehr, sehr unruhig wird. Ich habe im freien Training schon einige Fahrer gesehen, die da so ihre Schwierigkeiten hatten. Wir haben hier heute, wenn ich das richtig sehe, 25 Fahrzeuge auf der Strecke. Und ich glaube, das ist für diese Strecke auch mehr als genug. Wir werden mal sehen, was hier am Ende rauskommt. Wir fahren heute wieder 20 Minuten. Mir ist nicht ganz sicher, ob das jetzt hier schon irgendwie was Ernsthaftes ist, die Session. Ja, ich glaube, die fahren hier noch ein paar Runden warm. Meine, es gibt eine Superpole. Daher. Ja, ich verstehe es jetzt nicht gerade nicht so ganz, was da jetzt angesagt ist. Gut, natürlich haben wir hier ein zweigeteiltes Qualifying. Vielleicht haben die jetzt einfach nur vergessen, die richtige Session zu schalten, weil das wird normalerweise im Training viel gefahren. Dann entsprechend auch auf die Länge des Feldes. Aber gut, das ist jetzt nicht so das Drama. Wahrscheinlich wird dann der Rennleiter einfach 10 Minuten. Ja. Jetzt hören sie alle auf zu fahren. Guten Tag, kurze Info der Rennleitung. Der Server ist falsch eingestellt, also es wird gleich der Server neu gestartet, Trainingsqualität neu eingestellt und dann geht es auch gleich los. Okay, alles klar. Gut, dann vielen Dank für die Info. Dann haben wir jetzt hier, wenn wir das hier mal kurz unterbrechen. Und hoffen mal, dass wir jetzt keine größeren Probleme kommen, wenn der Jens nicht da ist. Die Jungs machen das zum ersten Mal. Da muss man ein bisschen, oder vielleicht nur ganz, ganz selten mal, da muss man jetzt wirklich ein bisschen Rücksicht nehmen. So, ich sehe gerade, der Server wird jetzt in diesem Augenblick neu gestartet. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht sehr das Problem. Ihr Problem ist,
Oder wir hoffen mal, dass hier niemand bei dem Restart vom Server runter, also disconnected wird. Theoretisch dürfte da nichts passieren. So, wenn ich das richtig sehe, sind alle soweit wieder da. Mal eben noch mal dahin. Da fehlt noch. So, jetzt haben wir hier auch die richtigen Zeiten stehen. Wie uns das hinbekommen. Und wir gehen wieder live auf die Strecke in der Hoffnung, dass das klappt. Solltet ihr Hilfe brauchen am Server, dann sagt mir das. Ja, vielleicht helfen. So. Genau, also San Luis, einmal 20 Minuten, einmal 40 Minuten stehen auf dem Programm. Ein Sprintrennen, ein Hauptrennen und wie gesagt, der Robin Frischkopf, ja, ich glaube dreifacher Meister der Wintersaisons, die hier auf der Race Day Speed Association ausgetragen werden seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß, dass er zumindest die letzten drei Saisons gewonnen hat. Wie das jetzt... Ja, Sommersaisons fährt er nicht und er hatte das erste Rennen, konnte er nicht dabei sein. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter, da ihm natürlich da die Punkte schon fehlen. Aber wie wir schon gehört haben, er hat ja im letzten Rennen da richtig gut mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und wollen wir mal schauen, was er heute hier, was nicht. Oh, ich stehe auf der ersten Stelle. Das ist ja mal ganz was Tolles. Stefan Auenstein hier haben wir. Die sind natürlich jetzt alle noch auf ihrer Outlap bzw. ihrer Warm-Up-Lap. Das heißt, jetzt wird erstmal geschaut, dass man eine gute Position kriegt, dass man einigermaßen freie Strecke hat hier für dieses erste Qualifying. Das zweite Qualifying wird sich dann für die Top 5 gestalten. Das heißt, nur die besten 5 fahren dann in Gruppen raus. Also immer zwei Fahrzeuge, nee, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, nee, 2 und 3 Fahrzeuge fahren raus oder 3 und 2 so. Und die beiden besten, die haben dann noch, ja, der Top 5 nur eine gezeitete Runde. Also sehr, sehr anspruchsvoll, ein richtiges, ja, Herausforderung, glaubt mir, wenn man da im Cockpit sitzt und man muss jetzt auf die Strecke kommen und jetzt auf den Punkt seine Leistung abrufen. Einen Fehler machen. Der Puls wirklich nur leicht erhöht. So. Einfach weiter. Das ist durcheinander hier. Hier haben wir den Robin. Moment auf der Position 4. Und da haben wir schon den Chris Pirchecker, der hier ein bisschen quer kommt mit seinem Fahrzeug. Das ist tatsächlich mehr als schwierig hier. Michael Pregartner unterwegs. Ja, die sind jetzt so mehr oder weniger alle auf der Strecke. So, dann wollen wir mal gucken. Ich höre gerade, bin mal eine Minute, also das geht jetzt hier ja, wie gesagt, wir sind erstmal hier auf Warm-Up-Lap, das heißt, die meisten fahren jetzt hier, wir bleiben mal jetzt noch bei dem Jan, der ist ja schon bereits in seiner gezeiteten Runde, wahrscheinlich so einige andere auch, aber da werden natürlich jetzt noch die alten Purzeln
Da muss man schauen, dass man eine freie Runde erwischt und und. Bin mal eine Minute nicht am Mikrofon. Ich bin sofort wieder da. So, und da haben wir die ersten Zeiten, und zwar Kevin Flitsch mal geschafft. Der Meister der Sommersaison. Und hat sich hier mal die vorläufige Pole geholt. Ja, und der Robin auf direkt auf Platz 2 gefahren. Hat es ja gesagt gehabt. Startposition fahren im Qualifying, aber natürlich ist er sich noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das auch klappt. Hier muss schon alles passen. Die Strecke ist fahrerisch extrem anspruchsvoll und ja, dann werden wir mal gucken, ob da gelingt. Aber wir haben ja noch ein paar andere Cracks hier, so ist es ja nicht, dass hier nur zwei Fahrer wären, die hier auf Pol fahren könnten. Auch nicht wirklich Zwischenzeiten angezeigt, oder habe ich sie einfach nur noch nicht gesehen? Doch, da sind sie. Ja, wenn das hier stimmt, dann hat er jetzt die zweite Sektorenzeit egalisiert. Also genau auf die Tausendstel dieselbe Zeit gefahren, Kevin Flitsch. So, Edgar Ostermann ist auf die 2 gekommen. Robin Frischkopf war kurzzeitig Vierter, wird aber ist jetzt auch wieder Vierter. Also das war nichts mit der Runde. Fred Grunke war da nochmal zwischendrin. Und wir haben einen neuen Drittplatzierten. Der Edgar ist schon nur noch Dritter. Nämlich Dennis Erner ist auf die 2 gefahren. Also das ändert sich hier jetzt aber wirklich. Danny Volkert war zwischenzeitlich da mit drin. Der Kevin führt mit 0,108 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, auf den Edgar. Und wenn ein Edgar Ostermann im Qualifying bereits so weit vorne steht, dann ist ganz, ganz toll mit dem zu rechnen. Hier Martin Schmidt ist noch keine gezeitete Runde gefahren. Dominik Smoll hat noch nichts. Der hat sich jetzt gerade auf die Position 9 gefahren. Also momentan ist es ganz, ganz spannend. Und Robin Frischkopf ist gerade mal noch Fünfter. Das heißt, gerade mal noch so in der Superpole. Qualifiziert für die Superpole und Fred Dohnke fährt momentan auf der 6.
Der 7 haben wir Markus Fahnholz, 7, 8, Jan Baskenis, Dominik Smoll, 9. Dann auf der 10 Jens Erner. Richtig sehe, ist der Fred, kommt in die Box, holt sich, wir haben jetzt noch 4,5 Minuten, der holt sich jetzt nochmal frische Reifen und wird dann wohl nochmal angreifen, genau das tut er jetzt in diesem Augenblick. Eventuell ist auch noch der Markus Fahnholz in der Lage, da den Robin vom 5. Platz zu verdrängen, aber der ist auch noch in seiner Warm-Up-Lap. Deswegen gehen wir jetzt noch mal zum Robin. Auch der ist in seiner Warm-Up-Lap. Sag mal. Schlimm. So, Robin geht jetzt auf die schnelle Runde. Wir werden das jetzt mal so ein bisschen versuchen zu verfolgen. Die erste Zwischenzeit hier momentan liegt bei 42,042 Sekunden. Wollen wir mal gucken. Und der Robin ist 2/10 schlechter. Ja, ach, von wegen. Der Robin ist schon durchgereicht. Stefan Hauenstein ist neuer Führender. Robin Frischkopf. Ihm fehlen jetzt fehlt fast eine Sekunde auf den Führenden. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr erstaunlich. Wir sind jetzt hier auf beim momentan 6. Platzierten. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich darum, in die Superpole, in die Qualifikation zur Superpole zu kommen. Und jetzt sind es nur noch 14.000stel. Er hat im zweiten Sektor hier richtig gut Zeit gut gemacht. Heute sowas, ich hätte vielleicht nicht schlafen sollen hier vorher. Kevin Flitsch fährt nochmal eine neue Bestzeit, aber 93.000stel fehlen ihm immer noch auf die Pole. Dann wird es gleich sehen, ob Robin Frischkopf hier nochmal in die Top 5 eintauchen kann. Platz 3 für Robin Frischkopf. Damit ist Danny Volkert wieder rausgerutscht und Edgar Ostermann ist man gerade noch so mit in der Pole. Und der verbessert sich auch nochmal auf Platz 2 wieder. Mit 61.000stel Rückstand auf die Spitze. Kevin Flitsch mit 32.000stel hinter Edgar Ostermann. 33.000stel dahinter ist Robin Frischkopf. Und dann erst kommt eine größere Lücke von 0,4 Sekunden vom Dennis Erner auf Robin Frischkopf. Somit sind die Top 5 innerhalb einer halben Sekunde. Ja, also ich weiß nicht, was man sich noch mehr wünschen kann. Der Robin greift nochmal an, wie es aussieht hier. Aber vielleicht wäre es jetzt spannender, zu Danny Volkert zu gehen. Weil der fährt jetzt momentan auf dem Laternenplatz auf der 6. Position. Dominik Smoll verbessert sich jetzt noch auf Platz 7.
Die Zeit ist abgelaufen, aber die angefangenen Runden vor Ende der offiziellen Zeit dürfen natürlich zu Ende gefahren werden. Der Danny ist hier in der zweiten Zwischenzeit nur 0,233 Sekunden zurück. Das würde noch für Platz 5 reichen, wenn er die ins Ziel bringt. So, jetzt geht's gleich um die Wurst. Das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus. Nein, das reicht nicht. Er hat im letzten Sektor nochmal 7 Zehntel verloren. Also das reicht nicht. Ich glaube, wir haben jetzt ein mehr oder weniger amtliches Endergebnis für die Superpole. Wir warten mal noch. Nee, der Dominik Smoll hat auch schon 7 Zehntel Rückstand. Das wird auch nichts mehr. Der bricht auch seine Runde ab. Und das ist jetzt dann wohl. So, damit haben wir 5 Fahrer, die für die Superpole qualifiziert sind. Auf Platz 1 Stefan Hauenstein, auf Position 2 Edgar Ostermann, auf der Position 3 Kevin Flitsch, Robin Frischkopf auf der 4 und Dennis Erner auf der 5. 5 Piloten, die jetzt hier Superpole. Da hat eine gezeitete Runde und ich könnte mir vorstellen, gerade beim Robin, der ja jetzt hier wirklich ganz, ganz dolle schwitzen musste, dass er noch in die Top 5 reinfährt. Gerade noch so geklappt. Besonders hoch der Puls schlagen. Spannend sein. Wohl so, dass der Jan Innes wohl den Server administriert und da er auch selbst fährt, jetzt geht es weiter. Oha. Falsche Session. Der Dominik Smoll ist gerade eben vom Server geflogen, wie ich das sehe, hat die Verbindung verloren. Was jetzt nicht das Drama ist, weil dann im Warm-up wieder joinen kann und im Warm-up wird serverseitig die Startaufstellung eingestellt. So, jetzt geht's weiter. Genau, so, jetzt sind wir im Top 10 Qualifying, die 20 Minuten da oben, die lasst euch mal nicht stören.
Das ist eine reine Einstellung zur Sicherheit, als ich in diesem Qualifying irgendetwas verzögern sollte, kann man da so, und wir sehen, der Dennis fährt raus, der ein paar Meter gefahren ist, wird dann der Robin auf die Strecke gehen. Wir mal hier mit der Kamera stehen. Vielleicht fahren sie doch einzeln, ich weiß es nicht. Dann gehen wir mal zum Dennis. Ja, dem Piloten wird jetzt hier ziemlich die Muffe gehen. Dürfte ziemlich aufgeregt sein. Driften, was oder dieses, ja, da mal ein Wölkchen aufsteigt. Durchaus erwünscht und gewollt, um etwas Temperatur auf die Reifen zu bekommen. Aus irgendwelchen Gründen, ich hoffe mal, dass ich noch zu hören bin. Aus irgendwelchen Gründen bei mir ganz fürchterlich. Ja, super. So, jetzt haben wir wieder ein Bild. Das bleibt jetzt auch. Noch haben wir nichts verpasst. Dennis ist noch nicht in einer schnellen Runde, aber ich sehe, Robin Frischkopf und Kevin Flitsch sind bereits auch auf der Strecke. Und in diesem Augenblick geht Dennis Erner jetzt auf seine schnelle Runde. So, wir gucken mal, genau, da haben wir den Robin und hier haben wir den Kevin. So, mal schauen, was der Dennis jetzt hier macht. Natürlich gibt es jetzt keine Referenzzeit. So, jetzt habe ich schon wieder ein Standbild. Ja. Ich hoffe mal, dass das im Stream flüssig läuft. So, und der Dennis jetzt hier auf den letzten Metern kommt jetzt hier raus auf die Start- und Ziel. Und jetzt wollen wir hoffen, dass er, ja,
So, genau. Das ist jetzt erstmal die Position 1, 2, 14, 4, 5, 6. Und der Robin liegt zurück, wenn ich das hier richtig sehe, mit 2 Zehnteln. Allerdings haben wir gesehen, ja gut, vorhin hat er im zweiten Sektor seine Zeit gemacht. Eigentlich sieht das alles ganz sauber aus, das sah es auch bei den anderen, aber na, nee, reicht nicht, 0,254 Sekunden fehlen ihm und ja, was soll man dazu sagen. So, und dann gehen wir jetzt nochmal wieder zum Kevin Flitsch, der hat nur 67.000 Rückstand im zweiten Sektor. Also der hat es hier in der Hand, vor die beiden anderen zu fahren. Also auf alle Fälle hat der Dennis Erner schon mal einen Platz gut gemacht. Hat nämlich den Robin Frischkopf hinter sich gesetzt. So, und der Kevin fährt mit 2:14.544 und der Dennis hat noch einen Platz gut gemacht. Also die Zeit von Dennis Erner ist eine echte Referenz hier. Da haben sich jetzt schon zwei vorher vor ihm platzierte die Zähne dran ausgebissen. So, hier haben wir den Pulsetter des ersten Qualis. Und da haben wir den Edgar, der auf Platz 2 war. Sollen wir mal schauen, was die beiden hier reisen können. Und mal hoffen, dass der Edgar Ruhe mitbringt, hier dieses Qualifying zu fahren. Natürlich immer eine ganz schwere Entscheidung. Versucht man eine sichere Runde zu fahren oder riskiert man alles? Ich meine, der schlechteste Startplatz, der bei rausspringen kann, ist der 5. Von daher kann man schon mal ein bisschen Risiko gehen. Wenn man aber auf einer Strecke unterwegs ist, wo das Überholen sehr schwer wird, dann möchte man natürlich so weit wie vorne. Möglichst weit vorne stehen, mein Gott. Und das ist natürlich dann durch. Dann muss man ins Limit gehen und dann sind auch die Fehler möglich. So, Edgar ist auf seiner schnellen Runde. Oh, und hier verschenkt er. Oder lässt den Curb mit Absicht weg. Kann man nie so genau sagen. So, er kommt jetzt zur ersten Zwischenzeit. Ja, na, ich glaube nicht, dass es die schnellste Linie war. Also die Zeit, die Zwischenzeit ist die ziemlich schlechteste bisher. Hier kommt jetzt der Stefan Lauenstein über Startziel. Seine McLaren MP4. Der nimmt hier, ja, in der Kurve, ja, schräg gestanden hat er nicht, aber das Auto war schon sehr unruhig. Hat aber deutlich mehr nach außen tragen lassen als der Edgar. Hinter, jetzt müsste er, oh, das hat Zeit gekostet, definitiv. Da musste er vom Gas oder konnte nicht so früh wieder beschleunigen. Kommt schnell zur Zwischenzeit, damit wir wieder zum Edgar gehen können. Mal keine Zwischenzeit. Edgar Ostermann, 8 Zehntel zurück. So, das sieht mir fast so aus, als ob das hier für den Dennis ein Sensationsqualifying wird. Ich glaube nicht, dass der Edgar hier noch mal eine Zeit rausfahren kann. Ja, Platz 4 für den Edgar.
So, jetzt gucken wir zum Stefan. Was kann der noch tun hier? Was kann der noch tun? Und Stefan Hauenstein ist schneller als Dennis Erner. Aber hier jetzt wieder der Fehler. Eieieiei. Also die Strecke scheint dem McLaren zu liegen, weil der erste kleine Fehler, den wir da gesehen hatten, der hat ihn trotzdem noch eine schnellere Zwischenzeit beschert. Der Fehler, sondern trotz des Fehlers konnte er noch schneller sein als Dennis Erner in dem Sektor. So, jetzt raus auf die Startziel. Das hier, diese Kurve ist nur eine Makulatur, das heißt, die geht voll. So, jetzt werden wir es gleich sehen. 2.11, 2.12, 2.13. Und ja, es reicht. Trotz des Fehlers hier in der Schikane hat er nochmal eine gute Zehntel rausgefahren. Und Stefan Hauenstein steht auf Pol. Das ist ja wohl mal eine kleine Sensation. Also entweder liegt dem Fahrer die Strecke oder das Auto ist optimal für die Strecke. Beziehungsweise beides. So, jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt hier noch alles stimmt. Dann sollte das Ganze jetzt wie folgt aussehen. Stefan Hauenstein und Dennis Erner stehen in der ersten Startreihe, wobei der Dennis hier tatsächlich 4 Plätze verbessert hat. Hoppala, was passiert jetzt hier gerade? So, Platz 2 für, zweite Startreihe für Kevin Flitsch und Robin Frischkopf. Dritte Startreihe für Edgar Ostermann und Danny Volkert. Vierte Startreihe für Fred Domke und Jan Baskenis. In der fünften Startreihe haben wir Jens Erner und Markus Farnhold. Platz 11 für Micha Pregartner, Platz 12 für Günter Karrer, 13 Micha Betz, 14 Chris Pirchecker. Auf der Position 15 Patrick Flüglisthaler, Laubach auf der 16, 10 Ulrich Windmüller, Arne Bachem auf der 18, Platz 19 für Jürgen Engelhardt, 20 Ralf Minwegen, 21 Lars Borkowski, 22 Martin Schmidt, Dominik Smoll auf der 23 und 24 Oliver Ketzer. Genau, so sieht das hier momentan aus. Jetzt hoffe ich mal, dass die Jungs das hinkriegen hier, dass die hier vernünftig ihre Aufstellung eingestellt bekommen. Der Hubschrauber da oben kartet, würde ich mal meinen. Wir haben mit Sicherheit keine Viertelstunde Warm-up, weil wir mal ins Bett gehen jetzt. Wir haben Practice 1, warum? Könnt ihr mir vorstellen, dass da ein kleiner Fehler passiert ist? Ich kenne diesen Fehler gut. Nochmal das Angebot an den Jan. Wenn ich was helfen kann, sag Bescheid. So, jetzt sind wir aber. So, jetzt. Auf alle Fälle. Haben wir, ja, dann war noch ein Practice One. Warte mal, alles durcheinander.
Ja, ihr Lieben. Also, wir hatten doch erstmal ein relativ spannendes Qualifying. Dennis Erler, der klare Nutzlieser der Superpol. Aus dem ersten Qualifying auf der fünften Position rausgekommen. Und dann in der Superpol bis auf die 2 vorgefahren. Das hat schon mal richtig reingehauen. So, jetzt sind wir wohl im Warm-up. Das hat jetzt geklappt. So, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das jetzt auch noch mit der Startaufstellung klappt. Genau, jetzt fahren die Herrschaften alle raus. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich gönne mir noch ein kleines Päuschen, Käffchen holen und so weiter, was man halt jetzt so als Moderator alles noch braucht nach diesem nervenaufreibenden Qualifying. So, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Ja, alle sind soweit auf der Strecke. Gehen wir mal schauen. Jetzt mal ein paar bewegte Bilder erwischen hier. Martin Schmidt, der nun nicht sonderlich gut unterwegs war, der ja letztes Mal noch und jetzt hier erstmal ein bisschen die Gegner anstupst, der ja letztes Mal noch aufs Podest fahren konnte. Und wir werden uns mal derweil so ein klein wenig versuchen zumindest, mit der Meisterschaft auseinanderzusetzen, weil schließlich haben wir ja schon 2 Leute gefahren. Ja, jetzt gucken wir mal, wenn so der Stand ist. Und das ist sicherlich gar nicht mal so unspannend, weil Martin Schmidt, den wir gerade eben noch gesehen haben, führt die Meisterschaft noch an mit 39 Punkten vor Christian Rückert, der heute nicht dabei ist. Da der Martin sehr, sehr schlecht startet jetzt im ersten Rennen, bleibt abzuwarten, wie viele Punkte er mitnehmen kann. Christian Rückert wird jedenfalls definitiv keine Punkte mitnehmen, da er nicht dabei ist. Dennis Erler auf Platz 3 mit 31 Punkten. Jens Burkhardt heute auch nicht dabei mit 31 Punkten. Kevin Flitsch dagegen und Robin Frischkopf und Stefan Hauenstein sehr, sehr gut platziert, genauso wie auch Edgar Ostermann. Und da sind wir mal gespannt, was da sich in der Meisterschaft bewegt. So wäre jedenfalls der Stand. Also Martin Schmidt vor Christian Rückert, Platz 3 für Dennis Erler, Jens Burkhardt auf der 4, Kevin Flitsch 5. Robin Frischkopf, 6. Stefan Hauenstein, 7. Edgar Ostermann, 8. Marc Lepnikov auf der 9. Der ist heute auch nicht dabei. Und Danny Volkert auf der 10. Auch der ist heute sehr gut unterwegs. Startet vor dem Startplatz 6. Also da wird hier nach diesem Rennen die Meisterschaftstabelle aber sowas von durcheinander gewirbelt. Da könnt ihr euch aber echt sicher sein. Thank you.
So, gucken wir mal hier weiter. Robin, den haben wir aber im Quali-Shit schon oft lang genug gezeigt. Ja, Danny Volkert. Also wie gesagt, auch der wollte in der Meisterschaft nach vorne katapultieren. Zwei Fahrer, die vorhin platziert sind, heute gar nicht dabei sind. Drei sogar. Ist ja hier ein bisschen abseits. Genau, wartet noch, bis der Verkehr vorbei ist und übt mal eben den Start. So, in diesen Sekunden, nämlich genau in dieser, läuft jetzt die offizielle Zeit ab vom Warm-up. Aber ich vermute mal, dass wir noch ein paar Minütchen brauchen werden, bis das alles steht. Noch eine zweite Warm-up-Session hinterher. Bei den Jungs heute wird es verziehen, weil, ja, das man mal ersatzweise macht. Und der Jens ist ja normalerweise fast da, wenn er nicht gerade auf irgendwelche oder im Urlaub fährt. Ja, jetzt warten wir mal ab, was passiert. Das sieht richtig gut aus. Aber sowas von richtig gut aus. Wunderbar. Also, ihr Lieben, das funktioniert astrein hier. Wir sind in der Rennsession und die Startaufstellung stimmt auch. Startaufstellung stellt auch. Heute durch den Wind. So, in wenigen Sekunden müssen alle in der Startaufstellung stehen. Jetzt gibt es Einführungsrunde. Formation Lab. Ja, da kommt der ganze Pulk vorbei. Ja, ziemlich großartig. Oh, das sieht ja fast schon nach Rennspeed aus, was der Stefan hier fährt.
Er ist aber sehr vorsichtig hier mit der Stangenbinde fahren. Ja, da wollen wir hoffen, dass es jetzt keinen Fall gibt. Ja, hier die spezielle Regelung. Alle Fahrer sind in einem Channel im Teams. Alle mit einem Kanal im Radio verbunden. Und sollte es in der ersten Runde eine größere Kollision geben, wird Strecke auf Gelb gesetzt, ohne dass das der Zuschauer sieht. Der Rennleiter gibt das nur den Fahrern bekannt. Der Führende verringert die Geschwindigkeit, führt das Feld zusammen. Alle ordnen sich auf den Positionen ein, die nach dem Unfall hatten, also nicht die Qualifying-Position. Fällt jemand aus der Vordergruppe, also passiert der Unfall relativ weit vorne und die fallen zurück, müssen die dann auch da hinten weiterfahren. Dann kann es passieren, dass in derselben Runde noch an einer beliebigen Stelle das Rennen wieder grün gestellt wird und dann geben die wieder Gas. Für mich hier in der Moderatorenkabine relativ schwierig zu erkennen, aber bisher hat es meistens ganz gut geklappt. Irgendwann merkt man schon, dass sie jetzt wieder so. So, wir warten auf die Ampeln. Kommen natürlich erst, wenn alle Fahrer. Ja, da jetzt geht's los. Alle Fahrer sind. Jetzt und auf geht's. Und hier vorne sieht das auf Position. Ich glaube, Edgar Ostermann hat wieder einen sensationellen Start hingelegt. Zumindest hat er einen Platz gut, zwei Plätze gut gemacht. Ist vor Kevin Flitsch. Und so wie es aussieht, ist das Feld auch weitestgehend zusammengeblieben. Also alles soweit in Ordnung. Oh, Edgar Ostermann rutscht hier raus. Verliert ein paar Positionen. War schon bis auf die zweite Position vorgefahren. Aber Robin Frischkopf ist auf der 2. Auch der hat einen sensationellen guten Start hingelegt. Hat Dennis Erner hinter sich lassen können. Und der ist natürlich jetzt richtig dicht dran hier. Und dichter geht es eigentlich nicht mehr. Jetzt soll das hier vielleicht außenrum den Angriff geben, aber nicht mit Robin Frischkopf. Jo, und da ging es ab dafür. Und da verliert er sogar noch eine Position. Also Dennis Erner jetzt hinter Kevin Flitsch auf Position 4. Auf der 5 Dominik Smoll. Wo kommt der denn her? Ja, Wahnsinn. Edgar Ostermann auf der 6. Da, nee, da ist er gar nicht gestartet. Blödsinn, von 5 ist er gestartet. Aber der versucht natürlich jetzt hier auch schnellstens nach vorne zu kommen. Auf der 7 Jan Baskenes, auf der 8 Markus van Holt. Platz 9 für Danny Volkert, der hat auch verloren am Start. Jens Erner auf der 10, auf der 11 Micha Bregartner auf der 12, obwohl jetzt wird er hier gerade angegriffen von Patrick Fühlwiesthaler, dem Teamkollegen von Robin Frischkopf. Martin Schmidt auf der 13. Wenn das stimmt, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal ins Quali gucken, dann hat er 6 Plätze gut gemacht am Start. Fred Dunke auf der 14. Der ist auch richtig zurückgefallen, der Fred. Ulrich Windmüller auf der 15, auf der 16 Ralf Mindig. Platz 17 für Arne Bachem, auf der 18 Oliver Ketzer, auf der 19 Laubach, auf der 20 Chris Pirchecker, auf der 21 Micha Betz. Oh, 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 Jürgen Engelhardt auf der 22 dreht sich hier raus. Günter Karrer ist in der Box. Lars Borkowski, der hat hier kompletten Anschluss verloren, da muss was passiert sein. Ja, so sieht's aus. Und Stefan Hauenstein macht hier mal aber alles richtig. Er zeigt den anderen mal ganz genau, wo der Hammer hängt. Hat schon über 1,5 Sekunden Vorsprung auf Robin Frischkopf.
Auch der kann sich so ein bisschen absetzen von Kevin Flitsch. Dennis Erner auf der 4. Wo ist Edna Ostermann? Ach so, auf der 6, genau. Dominik Smoll ist ja noch vorgefahren bis auf die 5. So, aber hier hinten wird es spannend. Jan Baskenes im Fight mit Markus Farnhold. Und der muss aber ein bisschen nach hinten gucken zum Danny Volkert. Da muss er hier eine ganz weite Linie gehen, sonst wäre dem Markus hier in den Kopf gefahren. Versuch mal die Heckkamera zu finden. Da ist sie und da sehen wir den Angriff von Danny Volkert im Aston Martin. Stefan Hauenstein. Er hat natürlich dann auch gleich mal die schnellste Rennrunde. So, auf der Position 6. Oh, der Edgar. Der Edgar lässt es krachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da, wenn auch allzu heftig, Mauer. Kostet natürlich gleich wieder ein paar Zehntel. Reifen. Er versucht wirklich in jeder freien Stelle. Jetzt könnte es klar. Oh, jetzt macht das mit der Brechstange. Jetzt macht das mit der Brechstange, wartet aber auch wieder. Eieiei, Edgar. Da hat er wieder eine Lücke gesehen, der Edgar. Vorne sind die Positionen relativ gut bezogen. Alles. Ja, anderthalb bis eine Sekunde Rückstand. Dominik Smoll dann schon mal 4 Sekunden Rückstand auf Platz 4, also Dominik auf Platz 5 fahren. Aber der hat auch gut zu tun mit dem Edgar Ostermann. Frischkopf jetzt mit der schnellsten Rennrunde, 2:14.612. Ja, und der Edgar versucht einfach alles. Leute. Hei, da ist sich der Edgar aber seiner Schuld bewusst. Er wartet und dieses Duell wird von Platz 5 und 6 verlagert auf die Position 10 und 11 und der Dominik wird einen Hals haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt wird es aber langsam auf der 6 wieder spannend, weil Danny Volkert ist ran an Jan Baskenes. Der Danny war ja zurückgefallen bis auf Platz 9, fährt jetzt bereits wieder auf der 6. Klar, durch die
Karambolage eben hat er auf alle Fälle schon mal zwei Plätze gut gemacht. Und Martin Schmidt ist auch schon vor, bis auf die Position 9, komplettiert hier das Trio. Dahinter kommen natürlich jetzt Dominik Smoll und Edgar Ostermann. Das kann eine ganz heiße Kiste werden hier. So, Martin Schmidt ist jetzt eigentlich so ein bisschen mehr dran an Jens Erner als Jens Erner an Markus, Was war denn jetzt hier? Arnold ist das. Was rede ich denn? Das war gar nicht der Martin Schmidt. Markus Farnold ist mehr dran an Danny Volkert als Danny Volkert an Jan Baskenis. Dahinter kommen erstmal Martin Schmidt, Dominik Smoll, Edgar Ostermann. Wird hot. Und da gehen die Rauchwolken, die Qualmwolken hoch von den Reifen, von den Bremsmanövern. Oh, Wahnsinn. So, jetzt aber hier der Aston hier in Bahnlackierung und jetzt dürfte es gepasst haben. Jetzt dürfte es gepasst haben. Jo, und vorbei ist er. Danny Volkert, ganz sauberes Manöver, vorbei an Jan Baskenis. Aber auch der Jan hat da sauber mitgespielt, hat gesehen, er hat da keine wirkliche Chance und wird jetzt eventuell auch gleich noch geschnupft. Ja, kriege ich jetzt hier noch, ja, sehr schön. Vom Markus Farnold. Der glaube hier schon schneller fahren könnte. Würde er vorbeikommen. So, das mit dem Vorbeikommen ist halt erstmal so eine Sache. Vor allem auf dieser Strecke. Da gibt es nicht wirklich irgendwie ja mal eine ganz enge Kurve, wo man sich reinbremsen könnte. Ja, das ist unglaublich schwierig. Wäre hier so eine Stelle, aber da muss man natürlich vor dem Bremspunkt schon wenigstens neben dem Gegner sein. War ja diese Jungfrauengeschichte, wenn ich mich nicht täusche. Alles beim Alten. Stefan Hauenstein führt allerdings nur noch mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Robin Frischkopf. Kevin Flitsch auf der 3, Dennis Erner auf der 4. Und den Rest sehen wir hier. Ja, okay, den Danny Volkert haben wir noch auf der 5. Der fährt da vorne noch, aber... Hier spielt die Musik. Wobei wir jetzt auch mal nach hinten gehen können, weil Arne Bachem ist hier dran an Ulrich Windmöller. Porsche gegen BMW. Ja, und da war der Fehler vom Arne Bachem. Kostet dann auch mal gleich wieder Zeit. Wir gucken mal nach vorne zum Robin, der sich hier wirklich peu à peu an den Stefan Hauenstein ranfährt. Und dem Hauenstein wird jetzt so langsam ein bisschen die Muffe gehen, nachdem er ja vom Start weg schon fast ja über anderthalb Sekunden rausfahren konnte, hat er diesen Vorsprung ja wieder eingebüßt.
Robin Frischkopf auch nach wie vor noch mit der schnellsten Rennrunde. Also sehr faszinierend zu sehen, ruhig beiden ihre Autos halten können auf dieser Strecke, die ja nun alles andere als ruhig oder einfach ist. So, und Markus Fahnholt ist auch ganz, ganz dicht dran an Jan Vaskenis. Aber das ist ja schon die ganze Zeit. Dann hier mit seiner Tarnlackierung. Jo, und da geht's ab. Da hat er aber Glück gehabt. Ich weiß es nicht, ob er jetzt einen Platz verliert gegen Jens Erner. Genau so ist es. Jens Erner geht vorbei im SLS. Martin Schmidt ist in dieser Gruppe. Eine schöne Fünfertruppe hier beieinander. Können wir schon fast eine Kohlfahrt veranstalten. Jens kocht. Ja. So, auf mit dem Bollerwagen nach Essen. Oh, Wahnsinn! Robin hat da vorne wieder eine Sekunde Rückstand. Also vielleicht sagt er sich, ja gut, der zweite Platz, den nehme ich erstmal mit. Alle Kontrahenten, direkten Kontrahenten sind hinter mir. Wird es aber hier verdammt eng. Der Jan ist wohl wieder vorbei an Jens Erner. Nee, Quatsch, der war ja gar nicht vorbei. Blödsinn. Ah ja, Jens Erner und Markus Fahnholt. Oh, und ihr verreißt ihm das Auto auf den Körb. Ei, wie bitter. Ei, wie bitter. Und jetzt muss er auch noch warten. Jetzt kommt nämlich der ganze Zug hier. Jetzt kann er. Ja, das geht gut. Schauen wir mal, Platz 11. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er den halten kann. Weil da kommt jetzt auch noch der Edgar Ostermann. Natürlich mit Geschwindigkeitsüberschuss. Aber Fahnholt kann sich bis zur Kurve retten. Aber ich glaube mal, das Auto ist erstmal... ja, beschädigt. Oh, da hinten geht's rund. Ralf Minwegen und Chris Pirchegger ist das, glaube ich. Nee. Ja, doch. Oh. Junge, Junge. Hat aber nicht gekartet hier. Der Ralf. Aber erfreulicherweise, alle Autos sind noch im Rennen, keiner ist ausgefallen bisher. Wir haben nur noch 2 Minuten, das ist sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt noch jemand das Auto abstellt. Gehen wir mal zum Stefan vor. So, der geht jetzt hier in die letzte Runde. Das scheint zu klappen. Es ist nicht zu erwarten, dass hier Robin Frischkopf noch ran, geschweige denn auch noch vorbeifährt. Aber die ersten 3 sind innerhalb von 3 Sekunden. Das kann man jetzt wirklich nicht als Abstand bezeichnen. Ja, da sind nicht wirklich Abstände zwischen den Fahrzeugen. Da reicht ein kleiner Wackler.
mal ein bisschen quer über den Körb, Auto mal quergestellt und dann ist das vorbei, dann ist die Position weg. So, richtig spannend wird das natürlich jetzt gleich im zweiten Rennen, in dem 40-Minuten-Rennen, weil da natürlich die ersten 10 des ersten Rennens in umgekehrter Reihenfolge starten werden. Also der 10-Platzierte des ersten Rennens steht dann auf Pol. Und das ist natürlich dann, wäre im Moment der Micha Pregartner. Also, boah, gucken wir mal. Der Markus wird sich da sehr, sehr ärgern, aber der Micha Pregartner ist zu weit weg. Gehen wieder zur Position 1. Stefan Hauenstein für das Team Asia Unlimited. Hier willens diesen ersten Lauf in San Luis zu gewinnen. Also ein schöner Startzielsieg, der zwischenzeitlich mal etwas wackelte. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Stefan Hauenstein. Und er freut sich hier auch gewaltig. Platz 2 für Robin Frischkopf, Platz 3 für Kevin Flitsch, der sich hier auch eindrucksvoll zurückmeldet. Platz 4 für Dennis Erner, Platz 5 für Danny Volkert. Der freut sich. Platz 6, und das ist hier noch ganz eng, Jan Baskenis, und ich glaube auch der hat echten Grund zur Freude. Kommt hier vor Jens Erner ins Ziel. Dann haben wir auf der 7, auf der 8 den Martin Schmidt, auf der 9 Micha Pregartner. Platz 10 für Markus Farnold, 11 Edgar Ostermann. Oh, der wird, oh Mann, das hätte noch fast die PR. Markus Farnold dann somit auf der Position 10 und damit auf der Pole im nächsten Rennen. Was ist da passiert? Da ist irgendjemand noch nach hinten durchgerutscht. So, dann haben wir auf den Positionen dann Laubach. Auf der 13 Oliver Ketzer, auf der 14 Dominik Smoll, auf der 15 haben wir Ulrich Windmüller und Micha Betz auf der 16. Hier schön Teamfoto zum Finish, wie auch immer. Sümsing Pro das Team. Mr. Skin, Arne Bachem auf der 17, auf der 18 Patrick Flüblistaner, der ist sicherlich nicht sehr glücklich. Auf der 19 Chris Kirchecker, auf der 20 Ralf Minwegen, uiuiui, was macht er denn da? Auf der 21 Günther Karrer, Fred Bohnke auf der 22, Jürgen Engelhardt auf der 23 und Lars Borkowski auf der 24. So, das war der erste Lauf hier in San Luis zur Meisterschaft. Dritter Renntag oder Wertungsrennen, wie man das nennen möchte. Ja, sehr schön hat das, hast du hier in Szene gestellt. Der Race Day Speed Association. Unten laufen nochmal die Positionen durch. Wer die mal anschauen will. So, ich muss mal ganz großes Kompliment an den Jan aussprechen mit der Serveradministration. Also das hat hier alles super geklappt. Startausstellung hat gestimmt, alles war bestens. Es gab auch keinen Startunfall, da kann ja zwar der Jan nichts dafür oder nur einen kleinen Teil konnte er dazu beitragen, indem er nämlich keinen Unfall macht. Aber alles gut gelaufen bisher. Also Jens, falls du zuschaust, die Jungs haben das super gut im Griff und du würdest jetzt sagen, daran hätte ich nie gezweifelt. Klar.
So, jetzt warten wir auf den Restart zum zweiten Rennen. Das heißt, jetzt wird der Server restartet oder rebootet. Und ja, jetzt kommen hier noch die Fahrzeuge in die Boxengasse. Wir werden sie wohl noch warten mit dem Schalten. So, jetzt passiert das. So, wir können jetzt hier einmal den Loading Screen der Strecke zeigen. So, dann gehen wir hier zurück auf unser. So, wir können wieder zurück zur Strecke. Kürze werden wir jetzt in die anderen Sessions umschalten. Das heißt, nochmal eine Warm-up-Session gestartet über 5 Minuten. Und dann geht es, derzeit wird dann die Startausstellung gemacht. Zum zweiten Lauf über 40 Minuten mit einem Boxenstopp, bei dem aber nichts vorgeschrieben ist. Das heißt, sind frei in der Entscheidung, ob sie Reifen wechseln oder nicht. Und sie wählen halt die Reifensorte, die sie ihnen ermöglicht, die 40 Minuten problemlos durchzufahren. Diese Reifen sind vorhanden in der Modifikation. Und ja, und dann werden wir mal gucken, wer hier am besten rechnet. Und wir haben es ja nun schon oft genug erlebt oder öfters erlebt, dass dann der ein oder andere Favorit noch kurz vorm Ziel stehen geblieben ist, weil er sich um 2 Liter verrechnet hatte. Aber werden wir mal gucken. Ja, noch keine Bewegung in der Boxengasse. Bedeutet, die Fahrer bleiben jetzt wohl erstmal alle drin. Warten. Jetzt wird umgeschaltet. Oh. Wären wir im Qualifying und jetzt müsste noch einmal umgeschaltet werden in Warm-up. Auch noch immer alle Fahrzeuge da. Keiner ist bei dem Umschalten disconnected worden. Das passiert relativ häufig. Nun
Nun ja, vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen, um euch ein ganz, ganz besonderes Event anzukündigen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute zuschauen. Am 8. Dezember gehe ich auf Einladung von Four Racers nach Finnland. Drei Stunden nördlich von Helsinki. Dort veranstalten die intern, das sind die Jungs, die in Dänemark diesen Force Feedback Simulator da ausgestellt hatten. Und die machen da in Finnland eine kleine Promo-Aktion mit einem 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. In Ermangelung von entsprechenden finnischen Tracks. nein, natürlich um auch die wohl beste und schwierigste Strecke der Welt ein bisschen fahren zu können. Gehen die Jungs mit all ihren Simulatoren dort in ein LAN-Event. Das sind nur 10 oder 12 Teams, die dort fahren, aber das ist natürlich eine ziemlich großartige Geschichte und ich bin tatsächlich eingeladen worden, das Ganze von dort oben live zu broadcasten. Ich fliege dann am Dezember nach Helsinki, werde dort abgeholt und zur Location gefahren und alles solche Sachen. Also das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Wir werden das entsprechend noch auf Simrace TV und auf Facebook promoten, das Ganze, dass da auch ein paar Leute zuschauen. Also es wird sicherlich sehr, sehr interessant, auch wenn mit 10 Autos auf der Nordschleife die Spannung sich vielleicht in Grenzen hält. Ich denke mal, wir werden bei dieser Übertragung wohl hauptsächlich uns Simulatoren widmen. Und vielleicht kriegt man das ja mal hin, dass sie für irgendeine Meisterschaft, für irgendetwas so ein Ding mal als Preis ausloben. Ich denke mal, der Gewinner eines solchen Simulators wird ihn in einem ernsthaften Rennen nie benutzen, aber schon sehr stolz sein, weil ich könnte mir vorstellen, bei dem ganzen Gerüttel und Geschüttel in der Kiste, wenn man danach, ich sag mal, wenn man da ein 24-Stunden-Rennen fahren will, man hat so einen 3-Stunden-Stint auf der Nordschleife vor sich, dann weiß man aber echt, was man getan hat nach den 3 Stunden. Also, ja, weil die Effekte sind schon ziemlich heftig und schon, das kommt der Realität dann schon verdammt nahe. So, wir sind in diesem Warm-up und so wie es aussieht, haben die Jungs das echt gut im Griff. Also ich bin total begeistert. Ich werde jetzt dann nochmal ein kurzes Päuschen machen. So kurz wie die anderen beiden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Minute war. Zurück. So, da sind wir wieder. Und ich glaube, genau.
Genau, die Zeit läuft jetzt gleich ab hier. Wir hoffen dann mal, dass funktioniert hat. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, weil ich das ja nicht. Aber glaube ich wohl, dass. Warm-up-Session ist gelaufen. Mal davon aus, dass das jetzt hier in Kürze weitergeht. Grandios. So, und auch die Startausstellung stimmt. Ich bin schwer begeistert. Das habt ihr echt geil im Griff, Jungs. Großes Kompliment. Also, saubere Sache. So, damit gehen wir jetzt bis zur Map. So, da geht's los mit der Formation Lab. Mal ein bisschen so, und da haben wir hier auf der Position 1 den Markus Farnold, auf der Position 2 Micha Bregartner, auf der 3 haben wir Martin Schmidt, Platz 4 für Jens Erner, Platz 5 Jan Paskenis, auf der 6 Danny Volkert, auf der 7 Dennis Erner, Kevin Flitsch auf der 8, Platz 9 für Robin Frischkopf. Und auf der 10 der Sieger des ersten Laufs, Stefan Hauenstein. So, und dann kommen wir zu der normalen Aufstellung des Rennens, so wie die Beine ins Ziel kamen. 11 für Edgar Ostermann, auf der 12 Laubach, auf der 13 Oliver Ketzer, auf der 14 Dominik Smoll, auf der 15 Ulrich Windmöller, auf der 16 Michael Betz, Arne Wachem auf der 17, auf der 18 Patrick Flüchlingsthaler, Kirchecker auf der 19, auf der 20 Ralf Minwegen, auf der 21 Günther Karrer, auf der 22 Fred Dohnke, auf der 23 Jürgen Engelhardt und auf der 24 Lars Bohr.
So, da dürfen wir mal gespannt sein, ob der Markus es heute schafft, vorne zu behaupten. So, da stehen sie. Jetzt war genau, jetzt passiert es. So. Und sollten jetzt. Genau, da ist der Rennstart schon. Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Nee. Oder wie? Oder was? Ja, natürlich. Also, Markus Fahrenholz super gut weggekommen und hier hinten wird es jetzt eng. Aber alle gut durchgekommen hier, wie es scheint. Das Feld dicht beieinander. Oh, hier wird es langsam eng. Jetzt los. Es geht hier der Taschenrechner an. Markus Fahrenholz führt vor Martin Schmidt und Michael Bregartner. Aber Bregartner ist auch schon gut unter Druck. Aber auch Martin Schmidt wird wohl nicht lange fackeln. Der wird versuchen, hier frühzeitig vor Markus Fahrenholz zu setzen. Robin Frischkopf ist vorgefahren bis auf die 6. Rüdiger Ostermann ist jetzt schon 9. Ist vorbei an Jens Erner. Stefan Hauenstein 8. Da hinten ist es verdammt eng. Die beiden ersten hier setzen sich ein klein wenig ab. Haben ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung auf den Micha Bregartner auf Platz 3. Oh! Stefan Hauenstein verhaut hier. Oi! Mein Gott! Ja, und hängt das Auto jetzt nochmal an und ist jetzt auf. Ja, müsste eigentlich jetzt so ziemlich letzter sein. 21. Eieieiei. Gut. Der wird natürlich jetzt entsprechend rumfluchen. Martin Schmidt ist vorbei an Markus Fahrenholz. Aber da kommt eventuell jetzt der Konter. Nein, da kommt kein Konter. Jo, und da geht's ab dafür. Und da wird er wohl jetzt eventuell noch eine Position gleich verlieren. Da hat er zu viel gewollt über den Curb. Da hat sie ihm das Auto ausgehoben. Dafür hat jetzt den Michael Bregartner gleich im Diffusor. Aber hier hinten brennt die Luft. Danny Volkert wird hier angegriffen von Dennis Erner. Und Robin Frischkopf greift auch Klammer an. Und Dennis, der Danny Volkert macht hier einen Fehler und verliert auch gleich ein oder zwei Plätze. Es sieht nach zwei aus. Es sieht nach zwei aus. Der nächste. Oh, und da knallt er hier voll zu. Das war sehr, sehr grenzwertig, dieses Manöver. Robin Frischkopf verliert dadurch noch einen Platz. Er war eigentlich vorne.
Ja, so ganz vorne war er auch nicht, aber es war schon sehr, sehr grenzwertig. Und wie man das machen kann, ohne jetzt den anderen wirklich in die Bredouille zu bringen, das zeigen jetzt Frischkopf und Blitsch. Und Frischkopf erstmal so weit vorne. Jetzt weiß ich nicht, Flitsch bremst sich hier wieder daneben, geht hier über den Körb und kommt vor Frischkopf, hoppelt vor Frischkopf auf die Piste. Lustig. Also hier brennt es richtig. Dominik Smoll auf der 6. Nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Der 9. Da haben wir ihn. Und der wird bereits attackiert von Jens Erner. Der SOS mit seinem Drehmoment ist hier relativ gut unterwegs. Stefan Hauenstein beginnt seine Aufholjagd. So, und wer steht hier neben der Strecke? Das ist der Micha Bregartner. Das ist bitter. Oh, wow, 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 wow. Wer ist das denn? Patrick Flüglisthaler. Jetzt, das müssen wir uns nochmal anschauen, was der hier gerade getrieben hat. Jo, geht hier. Besser sind wir als die TV-Werbung, kann man ja kaum kriegen. Aber da hat er auch noch jemanden in Mitleidenschaft gezogen. Nämlich den Schwarzen, hier wäre das Laubach. Oh, und da scheppert es gleich wieder. Büschen. Ja, und somit kommt Hauenstein natürlich auch gut nach vorne. Ja, Ulrich Windmüller hat es hier eben noch erwischt. So, aber vorne, der Markus van Holt lässt sich nicht wirklich abhängen hier von Martin Schmidt. Sind ungefähr 8 bis 9 Zehntel Rückstand, 8,5 Zehntel im Moment. Hier hinten brennt die Luft. Dennis Erner, der 3, aber hier Kevin Flitsch und Danny Volkert. Die haben sich hier ganz doll lieb und da hängt auch noch der Robin Frischkopf mit drin. Danny Volkert hier mit dem Arschgeweih auf den Heckleuchten. Junge, 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 fahrt doch Slalom. So, und die beiden alten Kontrahenten, roten Schweizer und roten Österreicher, hier direkt beieinander. Robin Frischkopf und Edgar Ostermann. Der Arne macht gerade wieder Betrieb. Ups, und da geht es auch schon ab dafür für den Günter Karrer.
sollten wir uns nochmal anschauen, was da passiert ist. Hier sind die beiden noch nebeneinander. Uiuiui, Herr Bache. War aber nicht die feine Englische. Junge, 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 der geht aber gut zur Sache. So, wir sind wieder live. So, und der Dennis Erler schickt sich an in Richtung Markus Farnold. Um die Position 2. So, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, Robin und Edgar machen sich jetzt hier erstmal ein Späßchen. Jo, was macht er denn? Herr Ostermann, oh, hier ist aber auch Halleluja. Also Leute, hier seid aber wirklich ein bisschen heftig, aber alles gut gegangen hier. So, mal gucken, wo wir den Herrn Ostermann wieder finden. Irgendwo ist er grün. Nee, der ist doch noch da. Was habe ich denn da eben gesehen? War das ein Lag? Gut, also hier ist noch alles beim Alten. Stefan Auenstein ist... fällt da auch gerade wieder zurück. War schon mal vor bis auf 13. Ist jetzt wieder 15. Na, das Auto ist jetzt auch schon weitestgehend weit wund. So, gehen wir mal hier zu dieser Gruppe. Jens Erner vor ihm, Danny Volkert hinter ihm, Dominik Smoll. Echt cool zu sehen, dass der Jens, der ja immer deutlich hinter seinem Bruder zurück war, hinter Dennis Erner, also da ja eher so ab Platz 12 und 15 eigentlich immer mit Sicherheit zu finden. Der fährt jetzt regelmäßig in den Top 10, momentan halt auf der Position 8. So, das war auch im ersten Rennen schon so, das war auch in Monza schon so, dass er relativ gut oder ziemlich gut unterwegs war. Also würde mich natürlich sehr freuen. Und es ist halt schön zu sehen, dass jemand, der ein bisschen Ehrgeiz die Sache betreibt und ein bisschen trainiert und versucht, sich zu verbessern, dass er auch besser wird. Sehr schönes Beispiel. So, und jetzt macht dieses Beispiel hier gerade mal Schule. Er versucht es jetzt hier außen rum, um dann in der nächsten Ära, hat diesmal nicht gepasst. Wer hätte das gedacht, dass ein Jens Erner noch letzte Saison gedacht, dass ein Jens Erner einem Danny Volkert so Druck machen kann? Echt cool zu sehen. So, Kevin Flitsch auf der Position 4 macht hier Alarm auf Dennis Erner. Ja, und dann haben wir hier die Top 4 innerhalb von anderthalb Sekunden. Erst sind 4 Positionen innerhalb von anderthalb Sekunden. Da ist es schon fast schade, dass hier noch ein Boxenstopp kommt. Sehen wir es. Position 1 bis 4 innerhalb von 1,407 Sekunden.
Ja, wie nimmst du oder geben sie? Unterschiede sind marginal fahrisch. Ich gehe davon aus, dass das, wenn es Unterschiede gibt, dass die auf die Performance der Autos zurückzuführen ist. Oi! Der Kevin hier ist zu heftig über den Curb gefahren. Ja, schade. Jetzt ist er erstmal raus aus dieser Vierergruppe. Und dafür hat er jetzt aber schon mal den Robin Fuschkopf im Genick. So, und Dennis Erner hier, die sind die Top 3 Leute. Markus Farnold macht jetzt Druck auf Martin Schmidt, der seine Führung nicht dazu nutzen konnte, wegzufahren. Im Gegenteil, der Markus Farnold ist hier dabei, seine Pole Position wiederzuholen. Wir sehen das Ganze hier aus der Nasenkamera von Dennis Erner. Von Dennis Erners Nase, sondern... Oh, und hier Fehler. Fehler von Markus Farnold. Und damit Platz 3. Sehr schade, sehr schade. Hat das vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann hat er jetzt auch noch den Kevin Flitsch im... So. Würde mich sehr freuen für den Markus, wenn es denn jetzt mal wieder für einen Podestplatz reichen würde, aber ich habe da gerade so mal ein bisschen meine Zweifel. So in diesen Stresssituationen reagiert er doch immer ein bisschen über. Will da ein bisschen zu viel. Ja, und das, was soll ich sagen, das sind jetzt die ersten 5, die jetzt innerhalb von 2 Sekunden fahren. Der Robin hat es jetzt gerade ein bisschen verabschiedet hier. Ganz sicher, ob ich das so. Und Kevin Flitsch versucht hier mehr Schwung mitzunehmen, indem er erstmal eine weitere Linie geht. Und das könnte funktionieren. Nee, funktioniert nicht. Boah, dann nutzt der Farnold den Curb noch irgendwie, um das Auto hinten rumzureißen. Der kreuzt hier die Wege, das ist eine wahre Freude, das zu sehen. Hoppala, und da ist der Fehler von Flitsch. Somit Farnold wieder etwas Luft. Dafür Flitsch. Unter Stress von Robin Fuschkopf. Stefan Hauenstein ist dann schon mal zurück auf der 12. Position. Nähert sich jetzt so langsam, aber sicher den Top 10. Ja, tolle Gruppe. So, ich mach mal zur Halbzeit einmal das Klassement. Also Martin Schmidt führt mit vor Dennis Erner und Markus Mold.
Auf der Position 4 Kevin Flitsch, Platz 5 für Robin Frischkopf, 6. Edgar Ostermann, 7. Danny Volkert, 8. Jens Erner, 9. für Dominik Smoll, Platz 10 für Jan Bastienis, Michael Bregartner auf der 11, Stefan Haunstein 12. Platz 13 für Patrick Füglisthaler, 14 Fred Drunke, 15 Oliver Ketzer, 16 Ulrich Windmöller, 17 Chris Pirchecker, Günter Karrer auf der 18, Arne Bachem 19, 20 Laubach, 21 wegen Michael Betz auf 22. Der Jürgen Engelhardt Box gestellt, genauso wie Lars Borkowski. Ja, das geht hier gerade alles sehr, sehr gesittet zu, die Abstände auch. Oliver Ketzer und Fred Domke hier noch ein bisschen im Bist. Hier haben wir noch den Ulrich Windmöller zusammen mit Günter Karrer. Und da ist auch der Chris Pirchecker mit dran. Und auch Arne Bachem nicht so weit weg. So, dann haben wir schon die ersten Boxenstopps, nämlich genau zur Halbzeit. Und da gehört zum Beispiel dazu Edgar Ostermann, Markus Farnhold, Dominik Smoll und Robin Frischkopf. Martin Schmidt ebenfalls bereits in der Box. Das ist natürlich jetzt ein Ding. Damit hätte ich nicht gerechnet, gerade bei Edgar. Da hätte ich eher erwartet, dass der länger fährt. Und die werden auch fast komplett durchgereicht. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Momentan führt mal den neuen führenden. Lass mal hinkommen, da haben wir Dennis Erner. Der hat jetzt einen erquicklichen Vorsprung, nämlich von 2,3 Sekunden auf Kevin Flitsch. Und auch hier hat sich das jetzt ziemlich entspannt, also eine ziemlich große Lücke, 6,5 Sekunden. Auf die Spitze 4,4 Sekunden auf den vorher platzierten, nämlich den Danny Volkert hier auf der 3. Jens Erner auf der 4, aber der hat noch Spaß mit Jan Bastienis. So, die Boxenstoppler sind jetzt alle wieder im Rennen und Robin Frischkopf ist vorbei an Markus Farnhold. Martin Schmidt allerdings zwei Plätze vor Robin Frischkopf rausgekommen. Martin Schmidt auf der 11, Robin Frischkopf 14, Markus Farnhold 18, Edgar Ostermann 19, Dominik Smoll 20. Das waren jetzt die 5, die in der Box waren. Das bei noch 22 verbliebenen Fahrzeugen. So, jetzt kommt hier der nächste. Jetzt Dennis Erner, Kevin Flitsch und Danny Volkert. Die kommen jetzt hier in die Box. Das geht jetzt hier doch relativ schnell hintereinander weg. So, jetzt hängt hier wieder mein. Mal, dass das jetzt. Ja. So, da sehen wir das. Mal hier die Fähnchen an. Auch Haunstein kommt in die Box. Auch der war strategisch so aufgestellt, hier zur Hälfte des Rennens reinzukommen. Ist natürlich dann, wenn sowas passiert, dass er sich da verabschiedet und so weit nach hinten durchgereicht wird, doof, weil er hätte jetzt schon die Chance, erstmal vorbeifahren zu können und ein paar schnelle Runden zu drehen. Endlich würde das jetzt keine Top 5 Platzierung bringen, aber zwei, drei Plätze vielleicht dann doch nach vorne. Hier gibt es auch alternative Ausfahrtswege. Ja, da war der Edgar doch relativ erschrocken. Wen haben wir hier, die drei? Volkert war das mit seinem. Jo, das muss ich sagen. Jetzt. War, glaube ich, die Retourkutsche für den
für den ersten Lauf, da gab es eine ähnliche Situation. Jens Erner jetzt 14. So, und der neue Führende heißt Jan Baskenis. Der hat jetzt knapp 20 Sekunden Vorsprung auf Patrick Flüglisthaler und 25 Sekunden Vorsprung auf den Martin Schmidt. Und wenn wir die jetzt mal rausrechnen, die beiden hier vorne, die noch nicht an der Box waren, dann wäre Robin Frischkopf jetzt auf der zweiten Position. Boxenstopp bereinigt das Ganze. Martin Schmidt würde führen. Das wäre natürlich ein Brüller und Dennis Erner wäre Dritter. So, gehen wir mal, da kommt der Jan jetzt in die Box. Gehen wir mal zu Kevin Flitsch, weil der fightet hier nämlich gegen Arne Bachem. Das heißt, wir können durchaus mal uns erlauben zu sagen, dass der Arne ein etwas langsamerer Fahrer ist. Oder der Kevin schon schneller ist und der verliert natürlich jetzt Zeit, weil es ist Sturzkampf, es ist keine Überrundung oder dergleichen. Der Arne muss einen Teufel tun, den Kevin vorbeilassen. Markus van Holt kommt da hinten mit großen Schritten näher. Jetzt könnte es aber klappen, dass der Kevin hier vorbeikommt. Ja. Der Arne auch leicht vom Gas, damit rechnet allerdings Van Holt nicht. Eieiei. Sehr, sehr brenzlige Situation. Aber jetzt lässt er ihn mehr oder weniger durch. So, ja. So, wir haben wieder mal einen neuen Führenden, nämlich Patrick Flüglisthaler. Ja, der wird jetzt dann auch mal ein paar Führungskilometer einhandeln hier. Schaden tut das nicht. Und rennt ihn einen Boxenstopp vom Führenden. So, dass der Robin Frischkopf ungefähr 6,5 Sekunden Rückstand auf den Martin Schmidt hat. So, da kommt der Patrick in die Box und somit übernimmt Martin Schmidt wieder Führung. Und dann kommt auch gleich der Teamkollege vorbeigeflogen, nämlich Robin Frischkopf geht jetzt hier auf Position 2. Und Dennis Erner ist Dritter. Der Karrer Vierter, allerdings war der auch noch nicht an der Box. Kevin Flitsch dann auf der 5, also Boxenstopp bereinigt auf der 4. So, heftig in die Eisen, geht jetzt vorbei an Günther Karrer. Jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit gekostet, nur ein klein wenig. Markus van Holt, ich glaube so ein bisschen der Verlierer der Boxenstopp-Strategien. So, und Edgar Ostermann hier mit Arne Bachem. Arne Bachem auch noch nicht in der Box auf Platz 8. Der Ostermann geht da jetzt vorbei und der Arne wehrt sich da auch nicht so wahnsinnig doll.
Warum sollte er auch? Aber wenn er Spaß haben kann, warum soll er die nicht mitnehmen? Und es ist ja dann schon auch für einen Fahrer, den Arne, ganz, ganz gut mal da vorne mitzufahren. Ich meine, der Arne war ja selber schon auf Pol, hat es aber, glaube ich, fast immer versemmelt. Ich glaube, bis einfach einmal, da ist er Fünfter oder Sechster geworden. Danny Volkert, Dominik Smoll momentan auf der 10, Laubach auf der 11, auch der war noch nicht in der Box. 12, Jens Erner, 13, Jan Baskenis. Auf der 14, Stefan Hauenstein. Der Brigartner auf der 15, auf der 16, Michael Betz. Ja, und der Patrick Flügelsthaler, der bis vor kurzem noch seine ersten Führungskilometer gefahren hat, ist durch den Boxenstopp wieder zurückgefallen, bis auf Position 15. Oliver 17 sogar. Oliver Ketzer auf der 18, Fred Donke auf der 19, Ulrich Windmöller auf der 20, auf der 21 Chris Birchecker. Dann haben wir noch den Ralf Minwegen. So, Laubach jetzt in der Box und auch Karrer in der Box und auch Bachem. So, das sind jetzt die letzten, die jetzt noch stoppen mussten. Und damit ist Stefan Hauenstein kurz davor, wieder in die Top 10 zu fahren. Wird natürlich jetzt immer schwieriger, weil die Leute davon immer schneller werden. Also Stefan Hauenstein jetzt 11. Aber nur eine halbe Sekunde hinter Jan Baskenis. Doch, das verspricht ein bisschen Spaß. Da gehen wir mal hin. Richtig sehe. Kurz davor auch noch der Jens Erner. Also Hauenstein könnte dann auch relativ zügig auf Platz 9 vorfahren. Performance hätte er. Fragt sich halt, wie ist das Auto noch heile? Kommt der Angriff und da zieht er auch durch. Und der Jan, ja, also ein bisschen Wehren war dabei, aber nicht so, dass es jetzt, dass er jetzt eine Kollision provoziert hätte. Und Stefan Hauenstein ist 10. So, nachdem er ja relativ gut unterwegs war, nach dem Start zurückgefallen, dann nach einer Kollision, nach dem Unfall auf Platz 21 und jetzt ist er wieder in den Top 10. Schadensbegrenzung. Was? Vorne sind die Abstände so, dass wir da jetzt nicht so wahnsinnig hingucken müssen. Das Einzige wäre eventuell noch Edgar Ostermann, der so langsam aber sicher auf Markus van Ooydonk schließt. Erner fährt da mal gerade eben seine persönlich beste Runde. Aber die schnellste Rennrunde hat Kevin Flitsch mit 2:14.646. Jetzt wird's ernst hier. Hauenstein sagt sich, hauen wir rein oder wie auch immer. Da jetzt gerade. Reicht jetzt hier noch nicht. Oder auch so ein bisschen abseits des Curbs drängt. Das geht aber gar nicht anders, weil wenn da zwei Autos durch wollen, bei der Geschwindigkeit, dann muss der eine halt mal einen etwas weiteren Weg gehen. So, jetzt aber, auch jetzt. Na, Jens Erner hält dagegen. Und das tut er jetzt wieder. Und Hauenstein muss da ganz brachial über den Curb gehen. Ja, Jens Erner macht hier einen super Job. Eben schon sagte, je weiter der Stefan nach vorne kommt, desto schwieriger wird es hier zu überholen. Aber jetzt hat er, glaube ich, die bessere Linie erwischt und dürfte eigentlich auch schon vorbei sein. So sieht das jedenfalls hier aus der Perspektive aus und es ist auch so. Stefan Hauenstein jetzt auf Position 9. Oh, das ist aber noch nicht gegessen. Das ist noch nicht gegessen. Im Parallelflug hier die beiden. Aber jetzt ist er vorne. Jetzt ist er vorne. Wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht,
Oh, da kommt jetzt nochmal ein Angriff. Und wenn er Glück hat, wenn er Pech hat, der Stefan, dann gehen die beide an ihm vorbei. Oh, der Hammermanöver hier. Das nenne ich mal Action. Und ganz sauber, ganz fair. Keine Berührung oder nur ganz leichten Lackaustausch. So, jetzt ist er wieder vorne. Der Herr Hauenstein. Dann jetzt auch mal gleich auf Platz 8. Gott, das ist ja nicht wahr. Der Jens Erner gibt nicht nach. Warum sollte er auch, wenn er die Performance hat? Aber jetzt müsste es mal irgendwann klappen, dass er jetzt mal das Hauenstein mal zwei Kurven fahren kann auf der Ideallinie oder der Ideallinie durch die Kurven fahren kann. Und dann sollte das jetzt passen. Okay, dann hätte Hauenstein jetzt noch die Chance, an Dominik Smoll ranzufahren. Das sind ungefähr... das wird jetzt schon schwierig. 9 Sekunden. Ja, Dominik, also da muss er erstmal noch ein bisschen fahren. Wir haben noch 4 Minuten. Halte ich für ein Gerücht. Was einigermaßen sicher zu sein scheint, ist, dass Martin Schmidt hier, wenn er keine Dummheiten mehr macht, diesen Lauf siegreich beendet. Robin Frischkopf ebenso ziemlich safe auf Platz 2 fährt, auch wenn er jetzt schnellere Rundenzeiten fährt als Schmidt, wird das, glaube ich, nichts mehr in der verbleibenden Zeit. Platz 3, Dennis Erner, ebenso einigermaßen safe. Und Kevin Flitsch auf der 4. Also die ersten 4 sind hier innerhalb von 11 Sekunden. Die Abstände sind halt so, dass, ja, da jetzt nicht zwingend irgendwas passiert. Danach kommt dann erstmal ein Loch von 7 Sekunden bis zu Markus Fahrenhold auf Platz 5. Und auch der hat 3 Sekunden Vorsprung auf Edgar Ostermann. Wo es allerdings immer noch eng ist, ist bei Jens Erner und bei Stefan Hauenstein und auch der Jan Baskenes mischt da noch feste mit. Das freut uns natürlich sehr, so ein eifriges Trio hier zu haben. Hier kommt da auch noch der Micha Bregartner von hinten. Also Hauenstein hat jetzt die Situation vielleicht so einigermaßen im Griff. Also es scheint so, dass er hier gerade hier in diesen engen Passagen einen kleinen Vorteil hat mit dem McLaren, der vielleicht etwas leichtfüßiger ist als der SLS. Ja, schön zu sehen. Wir haben noch 1 Minute 45. Und wenn ich das so richtig sehe, der Martin jetzt. Hier einigermaßen müsste. Müsste auf alle Fälle nochmal über Start und Ziel kommen. Und wären wir jetzt in der vorletzten Runde. Oder er nimmt sich diese 3 Sekunden Auszeit noch, lässt den Robin noch schön rankommen. Robin Frischkopf hat unterdessen die schnellste Rennrunde gefahren mit einer 2:14.530. Merkt man natürlich auch, weil er hatte ja über 6 Sekunden Rückstand. Jetzt sind es gerade mal noch 3,2. So. 2-3 Runden länger dürfte das Rennen nicht gehen für Martin Schmidt. Ja, der fährt hier noch bei 40 Sekunden Restzeit nochmal über Start und Ziel.
Da haben wir nochmal die Möglichkeit, einmal durchs Feld zu gucken. Da können wir mal zu Fred Bohnke gehen. Der hat nämlich hier auch noch gut zu tun mit Oliver Ketzer. Was der Fred kann, das kennen wir ja aus dem GT3 Cup. Porsche GT3 Cup. Ja, die Positionen sind soweit alle klar bezogen. Es ist noch auf 18 dran an Jens Erner, aber da wird sich auch nicht mehr, obwohl jetzt wird es auch deutlich weniger hier gerade. Pendelt sie doch. Nur noch, gehen wir mal ganz kurz dahin. Kommen die beiden. Ah, Vazquenis ist dran an Erner, aber so wie der eben rumgezickt hat, als Braunstein an ihm vorbei wollte, der Jan wohl auch nochmal ziemlich, würde er es ja nochmal ziemlich schwierig haben, da vorbeizukommen. Ja, Markus Fahrenhold, der Polesetter hier, zweiten Lauf, konnte es nicht in einem Podestplatz in München. Pole Position. Alles sicher, aber Platz 5 ist jetzt auch nicht so. So, und da kommt der Führende. Herzlichen Glückwunsch an Martin Schmidt. Auf der 2. Robin Frischkopf. Platz 3. Knapp hier für Dennis Erner. Platz 4 für Kevin Flitsch. Auf der 5 kommt hier Markus Fahrenhold ins Ziel. Auf der 6 Edgar Ostermann. Platz 7 für Dominik Smoll. So, immerhin noch 8er und zwar mit einem fantastischen Rennen hier. Der Stefan Auenstein, tolle Aufholjagd. Auf der 9 Jens Erner und Jan Vazquenis. Ja, ganz, ganz knapp. Die beiden. Auf der 11 Micha Pregartner. Auf der 12 Micha Betz. Platz 13 für Patrick Flüglisthaler, Oliver Ketzer. Hier in der Zielkurve. Auf der 14. Auf der 15 kommt ins Ziel Fred Dohnke. Platz 16 für Chris Pirchecker. Auf der 17, schönste Auto im Feld, Günter Karrer, Ulrich Windmüller auf der 18, ganz knapp vor Arne Bachem auf der 19. So, Laubach fährt, ist, beendet sein Rennen in der Box, wie auch immer, Ralf Minwegen. Auf der 21, Danny Volkert wird 2, nee, er ist raus, Jürgen Engelhardt ist raus und Lars Borkowski ist raus. Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend. Also muss ich ehrlich sagen, und ich bin mal gespannt, wie die Meisterschaftstabelle dann aussehen wird. So, und ich bitte dann mal die Herren Hauenstein, Frischkopf, Blitz, Schmidt und Erner in die Kommentatorenkabine bzw. ins Pressezentrum
hier in San Luis, sodass wir dann mal unsere Interviews dann auch machen können. Aber ihr dürft natürlich auch einmal erst durchatmen. So, einmal lassen wir noch die Ergebnisse unten durchlaufen. Genau. Balken um. So, und jetzt freuen wir uns auf unsere Interviewgäste. Ich muss erst mal schauen, ob da schon jemand da ist. Nein, bis jetzt keiner da. Oder doch, doch, die sind ja alle schon da. Ich werde verrückt. Ja, so, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen jetzt zur offiziellen Pressekonferenz. Dritten Lauf der Race Day Speed Association hier in San Luis. Und bin ziemlich begeistert. Eigentlich wie immer. Alles ist wie immer. Kevin, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Ersten Lauf. Danke. Man muss ja auch passen. Glückwunsch zum dritten Platz. Zweiten Lauf. Aber immer der erste Lauf. War ja nicht unbedingt einfach, würde ich mal meinen. Absolut nicht. Absolut, ich habe 100% geben müssen. Sonst hätte das nicht so gut funktioniert. Als Dennis dann ein bisschen Rückstand hatte auf mich, da lief es dann besser. Da hatte ich dann den Rücken frei und konnte mich nach vorne konzentrieren und habe natürlich gehofft, dass der Stefan oder der Robin einen Fehler machen. Aber es ist ja nicht geschehen, die sind sauber durchgefahren und dann hatte ich keine Chance mehr weiter nach vorne zu kommen, weil den Speed, den konnte ich nicht übertrumpfen. Na, hast du denn irgendwo, also ich bin das nicht ganz sicher, ob das jetzt bei dir auch war, aber ich habe sehr, sehr viele gesehen, die in dieser, ja, Jungfrauenkurve, ich weiß jetzt nicht, ob ihr überhaupt wisst, was damit gemeint ist, was der Robin da vorhin gesagt hat, also in diesem Schikanengeschlängel da doch immer etwas heftig über die Curbs gegangen sind und dann das Auto versetzt haben. Und ich glaube, da doch relativ viel Zeit haben liegen lassen. Ist dir das auch passiert? Das kommt vor, wenn man am Limit fährt, dann macht es ein paar Zentimeter, machen es da aus und dann versetzt das Auto. Aber ich denke mal, absichtlich macht das keiner, weil damit begibt man sich selbst ja nur in Gefahr, dass man abfliegt. Ja, das ist richtig. Trotzdem glaube ich, dass du mit dem dritten und vierten Platz heute doch grundsätzlich erstmal schwer zufrieden bist, oder? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe nächste Woche meine Theorieprüfung. Ich bin eigentlich mit dem Kopf total woanders und deswegen bin ich da absolut zufrieden mit. Habe auch wenig trainiert. Vor einer Woche bin ich das letzte Mal gefahren. Also ich bin zufrieden. Das freut einen zu hören. Ja, kommen wir zum, ja, wie soll man sagen, heute zumindest ewigen zweiten, Robin Frischkopf. Robin, so ein bisschen hast du es angedroht, dass ich dich auf dem Podest sehen werde, habe ich auch geglaubt. Allerdings zweimal Zweiter, zufrieden, glücklich oder nicht so ganz? Nein, also ich bin sehr zufrieden, weil das sind wichtige Punkte. Im ersten Lauf, da hatte ich eine Möglichkeit, den Howie zu überholen und es hat halt nicht geklappt. Also ich habe da zurückgesteckt und nachher bin ich ein bisschen mehr gerutscht und ich habe gleich den Anschluss verloren und ich wollte nochmal angreifen, aber es hat einfach nicht mehr gereicht. Aber es hätte auch gerade so gut ein Dreher sein können. Dann beim zweiten Rennen bin ich zuerst überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Also ich war 2 Sekunden langsamer, obwohl ich gar nicht so fest im Verkehr war. Und dann bin ich in den Verkehr gekommen und habe mich entschlossen, die Strategie komplett umzustellen. Habe die Spritmenge eingestellt, Boxenstopp angewählt. Dann fahre ich in die in die Box rein und dann zuckelt vor mir ein Auto die ganze Einfahrt im Limiter. Also noch bevor du den Limiter anmachen musst, eigentlich dort, wo es reingeht,
Und da habe ich sehr viel Zeit verloren. Ich habe gedacht, nee, das wird nichts mehr. Und dann bin ich aus der Box wieder rausgekommen und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich doch alle überhüpfen konnte. Oh, außer plötzlich der Martin, der war vor mir und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein, den hole ich mir jetzt. Und dann habe ich in, ich weiß nicht, in 8 oder 7 Runden habe ich 7 Sekunden gut gemacht, aber es hat dann nicht gereicht. Er war dann sehr konstant und ich bin eine Sekunde hinter ihm ins Ziel gekommen. Ja, ich habe das gesehen wohl und er war auch sehr überrascht. Das war, ihr wart ja, die ersten 5 waren ja alle fast zusammen in der Box und ja, da muss es wohl dann schon unterschiedliche Kalkulationen gegeben haben, weil die direkten Kontrahenten außer euch beiden, die waren dann auf einmal, die eigentlich vorher vor dir waren, die waren dann aber deutlich hinter dir. Da waren dann noch 2, 3 andere Autos dazwischen. Aber gut, das ist dann natürlich immer so ein bisschen Glück und Pech und naja, schauen wir mal. Auf alle Fälle freue ich mich, dass du dich freust über dein Ergebnis heute. Und naja, dann werden wir mal schauen, wie die Meisterschaftstabelle das nächste Mal aussieht. Ich denke mal etwas positiver für dich, aber ja, wird wohl auch insgesamt eine Menge Verschiebungen geben. Ja, nochmal Glückwunsch, Robin, und kommen wir Danke, danke. zum, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Stefan überhaupt interviewen sollte. Stefan, magst du sprechen? Ja, ich wollte, so schlecht war das zweite Rennen ja dann schlussendlich auch nicht. Stefan, Glückwunsch erstmal natürlich zum Sieg im ersten Lauf. Ist ja überhaupt hier? Ja, Ja. danke schön, Danke ja. schön, ja. So, und ich glaube, der erste Lauf war ja gar nicht so wahnsinnig spektakulär, weil es war ein Start-Ziel-Sieg, da gab es nicht viel zu sagen, außer vielleicht, dass du zwischenzeitlich mal, dass es dann doch noch mal eng wurde. Also, dass der Abstand, den du am Anfang am Start rausgefahren hattest, so knappe 2 Sekunden, dass der auf einmal wieder arg zusammenschmolz auf den Robin. Und dann aber hast du dich wieder gefangen. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen und dann kommen wir gleich noch zum zweiten Lauf, weil die Situation würde ich schon mal ganz gerne aus deiner Sicht hören. Ja, also das erste Rennen, das war auf jeden Fall schon eine ziemliche Zitterpartie, weil ich das Setup ziemlich risikofreudig eingestellt hatte. Also das Auto war ziemlich auf Rutschen ausgelegt und da wusste ich, dass ich nach 3, 4 Runden am schnellsten bin und dann die Reifen nur noch abbauen. Aber ich bin dann am Ende, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt und konnte dann den Abstand zum Robin halten. Das war dann ganz gut, aber ich bin auf jeden Fall fix und fertig gewesen, wie ich dann 20 Minuten im Ziel angekommen bin. Ja. Ja, im zweiten Rennen, da habe ich mich in diesem Jungfrauenjoch-Ausgangskurve, bin ich zu früh aufs Gas. Das ist immer schwer einzuschätzen, ob das Auto jetzt geradeaus fährt oder sich schon am Eindrehen ist, wenn man so im Pulk fährt, weil man keinen Bezug hat zu den Seiten hin. Man sieht halt nur Autos um sich drumherum. Und da hat das Auto sich halt eingedreht und ich habe zu spät gegenlenken können. Es ist mir noch abgesoffen. Ich habe vergessen, die Autokupplung wieder anzumachen. Anzumachen. Und da war er erstmal aus. Und bis ich dann da wieder wegkam, war ich, glaube ich, 21. oder sowas. Ja, genau. Ja, ich bin dann zum Glück noch ganz gut nach vorne gekommen. Also mit dem 8. Platz, da kann ich froh sein, dass ich noch bis dahin geschafft habe. Naja, ich sag mal so, es gab ja, gab ja, glaube ich, noch einen Zwischenfall im zweiten Rennen. Du warst ja schon mal vor bis auf Platz 12 und dann auf einmal wieder 15 oder 16. Das habe ich jetzt nicht gesehen, was da passiert ist. Das kam durch Aber. die, durch die Boxenstops. Da war ich auf einmal wieder weiter hinten, so 17. oder so, weil doch einige ziemlich lang durchgefahren sind. Das hat sich aber dann nachher dann durchsortiert und dann war ich auf 12 wieder. Ja. Gut, mein Lieber. Dann, ja, so Fazit, doch noch einigermaßen zufrieden. Mein Laufsieg ist ja erstmal nicht zu verachten und den zweiten Lauf hebt sich das so ein bisschen auf. Grundsätzlich okay oder, naja, nicht so. Naja, nicht so. Weil ich habe ja letzte Woche da, vor 2 Wochen in Monza schon so eine Nullnummer mehr oder weniger eingefahren. Da habe ich auch sehr viel Pech gehabt, mich dreimal gedreht, glaube ich. Und diesmal hat es auch wieder nicht gelangt. Ich muss dann noch mehr an der Konstanz das Setup hinbauen. Das geht nicht so. War zu viel Risiko gebaut. Ja, das ist eine schöne Selbsteinschätzung. Wollen wir mal schauen, wie es in 14 Tagen aussieht. Ja, Dennis, bist du da? Jo, jo. Jupp. Dennis,
Ich befürchte mal, der dritte Platz ist zwar ganz nett im zweiten Rennen, aber so insgesamt so ganz glücklich bist du heute nicht, oder? Oh, geht eigentlich. Ich wusste, dass ich hier jetzt nicht der Schnellste bin auf der Strecke, wieso auch immer. Und da, ja, Platz 4 und Platz 3 ist eigentlich ganz ordentlich. Ja, naja, ich meine, es ist ja nicht so, dass man dich nicht kennen würde und ja, dass man zweimal ein Podest reinfährt. Hätte ich mir schon vorgestellt, dass das so deine Zielsetzung war. Also, was ich nicht so ganz verstanden habe, das war irgendwie im zweiten Rennen der Martin, der war vor mir gewesen. Ja, und dann ist er abgebogen, eine Runde vor mir in der Box. Und naja, gut, ich habe auch in der Runde jetzt keine großartigen Fehler gemacht, bin dann auch rein und komme wieder raus und auf einmal war der 10 Sekunden vor mir. Also, entweder habe ich eigentlich, ja, ich hatte jetzt noch 8 Liter drin oder so zum Schluss, entweder habe ich viel zu viel getankt. Oder der Martin, der hat irgendwie zwei Eingänge zum Tanken oder so, keine Ahnung. Ahnung. Ja, das würde er uns sicherlich gleich selbst erzählen können, Ja. weil den Vorgang hat man ja schon. Aber ich befürchte mal, der ist mit vollem Tank losgefahren, hat gar nicht so sehr viel getankt danach. Aber gut, wenn wir mal schauen. Ich habe mich eh gewundert, dass so viele zur Halbzeit bereits reinkommen sind. Also, naja, das war vielleicht auch ein bisschen streckenspezifisch, aber gut. Dennis, nichtsdestotrotz, trotzdem Glückwunsch und gucken wir mal, wie es in 14 Tagen aussieht. Auf alle Fälle, dadurch, dass Jens nicht da war und wer hat noch gefehlt von der Christian. Spitzengruppe? Ach, Richard? Christian. Ja, genau, Christian. Geht's ja da, wird es ja da vorne wieder etwas closer. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt nach dem zweiten Rennen über die Meisterschaft nachdenken muss. Oder beziehungsweise nach dem dritten jetzt. Also von daher, aber es wird auf alle Fälle erstmal ein bisschen Bewegung in der Tabelle geben, da bin ich mir ganz sicher. Kommen wir zu Martin. Martin, ja, Glückwunsch, sage ich mal, zu diesem ersten, nee, Quatsch, zu dem Sieg im zweiten Lauf, so rum ist es richtig. Ja, das klär das mal auf mit dem Boxenstopp, was hast du denn da getrieben? Ja, also danke natürlich, Lutz. Naja, wenn du mit 7 Litern reinkommst, ich bin mit 45 in die Box gefahren. Ich war heute auch wahrscheinlich 40 Liter mehr drin als du, darum war ich nicht immer so langsam im ersten Stint vom zweiten Lauf. Darum habe ich auch nur 30 Liter drauf getankt und dann hast du einfach nur 10 Sekunden Standzeit. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dahinter. Ja, so wie ich das auch vermutet hatte. Martin, grundsätzlich war, ich glaube, der erste Lauf für dich der eher aufregendere, oder? Naja, ich hatte die Quali-Sperre und durch die Sperre musste ich eben von ganz hinten los, von 25 glaube ich war es, weil die Aufstellung dann auch nicht gestimmt hat. Auf jeden Fall war ich dann einfach nach drei Kurven auf 15 und dann war auf einmal der 10. Platz in Reichweite. Und dann hat Edgar den Dom irgendwie rausgeschoben, wie auch immer, habe ich nie mitgekriegt. Auf jeden Fall standen die da draußen. Und dann war ich auf 9 und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Weil ich wusste, dass ich, wenn ich verteidigen muss, bin ich stark. Hat man in Silverstone gesehen. Etc. etc. Oder auch in den anderen Rennen. Zweiter Lauf, erster Stint bin ich immer langsam, dafür extrem breit. Dieses Mal auch wieder aufgegangen. Mal gucken, auf ins nächste Rennen. So, ich hoffe mal, dass das jetzt hier wieder geht. Ich bin hier etwas gehandicapt mit meinem Teamspeak hier heute, über das Smartphone, und das ist nicht das Allerschnellste, was ich habe. Ja, ich habe dich aber noch verstanden, Martin. Also, dann sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Podestfahrer. Natürlich auch wieder Glückwunsch ans ganze Fahrerfeld. Keine Restarts, also keine keine Gelbphasen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ist nicht zu hören, Lutz. Moment. Er hatte gerade einen Ist Timeout. gerade Also dann, aus. liebe Zuschauer,
Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Oder auch nicht. So, jetzt ist er wieder da. Ja, ich hatte gerade einen Verbindungsabbruch. Lustig. Auch nochmal mein Kompliment an die Serveradministratoren. Hat ja super gut geklappt, bis auf den kleinen einen Fauxpas am Anfang. Da konnten die aber gar nichts zu, weil wahrscheinlich da irgendwas nicht grundsätzlich nicht richtig eingestellt war. Also von daher hat das ohne Jens auch super geklappt. Und da der eh immer nur abseits fährt, brauchen wir den auch nicht so wirklich. Das ist natürlich Blödsinn. Den brauchen wir schon ganz doll. Und jetzt muss ich dann in Vertretung von Jens auch den Robin fragen. Robin, wo sehen wir uns in 14 Tagen? Das ist eine sehr gute Sandwort. Frage. Ja, Sandwort. Was? Weiß es überhaupt jemand? Doch, Sandwort. Ah, in Sandwort, alles klar. Also, in 14 Tagen, Donnerstag in Sandwort und ja, und dann hoffe ich mal, dass das alles gut geht. Und ich hoffe auch, dass ihr am 5. Dezember kein Rennen habt, weil da kann ich nämlich nicht. Ich habe es im Stream erzählt, ihr könnt euch das dann anhören und warum das da nicht geht, aber vielleicht passt es ja auch. Also, bis dahin, ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und ja, und dann sehen wir uns in Sandfort wieder. Bis dahin, tschüss und bis bald. Ciao.